Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Belmont Gabriel am Start mit dem nächsten Spieltag von der IDPL. Diesmal sollten wir eigentlich gegen Blaze spielen. Der ist aber aus privaten Gründen nicht mehr mit dabei, ist ausgestiegen. Und deswegen kämpfen wir jetzt heute gegen den guten Nachtara LP. Er hat allerdings das gleiche Team wie er. Das heißt, von der Teamvorbereitung sollte sich nichts geändert haben. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe als erstes erstmal Snorlax mitgenommen, einfach weil sein Nidoking ein extremer Threat ist. Ich hatte extrem Angst vor dem und deswegen habe ich mir einen Full Speed Death Restalk Snorlax mit Lefties geholt. Diesmal auch mit EQ und kein Curse Set. Einfach aus dem Grund, weil EQ die bessere Coverage gegen Nidoking bietet und eben auch Klingklang berühren kann. Ohne dass es auf uns aufsetzt, weil wir Setup vorder sind. Dann das nächste Mon war Zoroark. Einfach Specs mit dem Grund, dass er eine Resistance hat und das ist sein gutes Azumarill. Und das kriegt auch einen heftigen Chunk, wenn es nicht ge-assault-vested ist. Und wenn es assault-vested ist, was das Schlimmste für uns wäre, für unser Zoroark jedenfalls, dann haben wir hier unten ein Venusaur. Und selbst wenn es Belly Drum ist, dann sollte das eigentlich auch in Ordnung sein. Aber dann kriegt's halt. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Tool-KO ist, ich habe es nicht gekalkt, aber es sollte auf jeden Fall viel machen. Ja, dann als nächstes haben wir einen Physdeath Slowbro mit Lumberry. Die Lumberry ist eigentlich nur wegen einem Mon da und das ist sein Entei. Dass wir einmal einen Burn bekommen können, ohne dass wir ständigen Chip-Damage bekommen. Eventuell auch von einem, natürlich auch ein Toxin abwehren können, von zum Beispiel seinem Apoqualyp. Und ja, der Rest von den Attacken ist dann Slack Off, Thunder Wave gegen sein Latias, Scald und Psyshock einfach als die beiden Stab-Moves, Scald, weil Scald einfach gut ist und Psyshock vor allem auch wieder gegen Sachen wie Viridium und unter anderem auch das Nidoking, obwohl man da auch für Scald gehen kann. Dann haben wir hier ein Doublade, diesmal ein Spidef Set mit Rest Talk wieder, mit Pursuit und Shadow Sneak einfach um irgendetwas an Priorität auf dem Team zu haben, wenn wir schon keinen Sucker Punch auf unserem Zoroark spielen. Dann Pursuit, natürlich auch für das Lati. Deswegen sind wir auch Spidef. Und wir haben hier 12 plus in Attack von den EVs her, dass wir Virizium Void KO'en können mit unserer Shadow Sneak. Haben natürlich, wenn wir gerestet sind, immer die Gefahr, auf Pursuit zu kommen und ihm dann einen Justified Boost zu geben. Das wäre eben nicht so gut. Am Schluss haben wir dann noch Venusaur und Guard Jump. Scarf Jump war eigentlich mainly der Fall, weil ich ein bisschen Speed Control brauchte und Tarnsteine. Deswegen war Guard Jump eigentlich das einzige Mon, das ich hier noch hinpacken kann. Haben ihr. Oh, das seht ihr gar nicht. Ja, 240 ist hier ein bisschen abgeschnitten. 240 in Speed. Noch um den Großteil von seinen Monster outspeeden. Eigentlich effektiv Zapdos. Und das sollte dann eigentlich auch passen. Unser Venusaur hat ein bisschen komischeres Spread. Mit dem Grund, dass wir mit 100 Special Attack. Oh Gott, was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Geiler Scheiß. ja, genau, Apoqualyp. Wir. Physdeath Apoqualyp wird von uns getuit KO'd mit 100 Special Attack von Giga Drain. Und die 16 Speed EVs sind dazu da, dass wir ein Adamant Azumarill mit Max Speed outspeeden können, falls es eine Belly Drum Variante ist. Genau. Ja, das war's dann. Ich kann heute nicht allzu viel reden. Und deswegen habe ich hier einen kleinen Co-Moderator dabei, der ab jetzt dann übernehmen wird beim Kampf. Und ja, hi. Raum ist noch nicht offen, ne? Ne, Raum ist noch nicht offen. Ja, ihr habt es schon gehört, Barry ist da. Ja, und hi. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass es nur Co-Moderation geben wird bei mir. Ja, ich habe auch noch keins gesehen bei dir. So, nach Tara LP, ich hoffe mal, das ist der richtige. Ja, ich glaube, es wird da keine zwei geben. Ja, naja. So, ich werde mich mal muten jetzt und alles klar, ab dem Moment, bei dem ich was Wichtiges einzuwerfen habe, werde ich mich wieder entmuten. Genau, viel Glück. Vielen Dank beim Zuschauen. Ja Leute, also ich sehe das ziemlich problematisch an. Ich bin mal gespannt, wie Belly sich schlägt. Natürlich ist es ein Matchup, was auf jeden Fall
auf beiden Seiten eigentlich ziemlich schwierig ist, weil beide haben eigentlich Antworten auf die jeweiligen Mons. Gerade das Zorak-Set gefällt mir ziemlich gut, ich bin echt mal gespannt. Und ist der Raum offen? Nee, ist er noch nicht. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, Tim, wie gesagt, von Blaze den Kader übernommen. Bin echt gespannt. Belly, komm, start in den Raum. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich pausiere mal ganz kurz, bis der Raum offen ist. Bis gleich. Ja, ist klar. So, da sind wir auch wieder. Jo, kurzer Cut. Und ja, Switch Sides. Ja, Nidoking dabei. Wundert mich jetzt nicht wirklich. Wie du schon sagtest, ziemlich gutes Mon gegen dich. Er hat ziemlich dasselbe Team mit, was Blaze mitgebracht hätte, weil Blaze und ich hatten halt darüber gesprochen gehabt. Und ich bin mal gespannt, ob er das Zapdos genauso spielt, wie Blaze es hätte gespielt. Ich bin auch mal auf dein Lead gespannt. Aber naja, ich darf jetzt nichts laut sagen, weil sonst wird es als Ghosting gezählt und das wäre natürlich uncool, gerade von der Liga-Leitung. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Er schreibt hier davon. Bin echt gespannt, wie Tim sich schlägt. Also, sein Kader ist pure Power, aber naja. So. Ich weiß gar nicht, hattest du gerade gesagt, mit was du leadest? Nee, hattest du nicht. Mega Visa-Flow, okay. Gegen Zapdos, ja, eigentlich ganz gutes Matchup, wenn er nicht. Na, ich darf das nicht sagen. Und Sleep Powder Mist, First Round. Ja, das fängt ja natürlich schon sehr gut an. Ich weiß auch nicht, was das für eine Hidden Power ist. Ich kann mir da einiges vorstellen. Es wird nicht Hidden Power Fire sein, weil er Heatwave spielen kann. Ich denke mal, das ist ziemlich offensichtlich. Man könnte sich vorstellen, dass eine Hidden Power Ice ist, um den Garchomp-Switch zu predicten. Oder eine Hidden Power Flying gegen eben das Mega Bisa-Floor. Aber für einen Hidden Power Flying hat das meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Schaden gemacht. Er geht wieder auf Sleep Powder, trifft. Latia schläft. Das ist doch ziemlich gut schon mal. Es gibt eher Karte, das ist stärker als Hidden Power Flying. Nur mal so am Rande. Hidden Power Ice ist stärker in dem Fall? Nee. Hidden Power Flying wäre schwächer als Air Cutter. Air Cutter hat 65 Base Power. Ja, genau. Stimmt. Das war in einem anderen Matchup, wo man Hidden Power Flying spielt. Ich glaube, bei Thunderous war das. Egal. So. Aber hast natürlich recht. Okay, verbrennt erstmal ein Sleep Turn, du gehst aus dem Garchomp. Ja, hast du gut predicted. Hätte auch in Zapdos gehen können, wenn es Fist Death ist, aber mit der Hidden Power ist das eher unwahrscheinlich. Er legt die Tarnsteine, du gehst wieder raus in Chomp. Legst auch die Tarnsteine und er macht Toxin. Ha! Ist natürlich ekelhaft, aber weil du eben Scarf bist, sollte das nicht so schlimm sein, als wenn du eine Wall bist. Musst du natürlich wieder rausgehen, weil du halt in die Tarnscheine gelockt bist, durch den Wahlschall. Rockside macht natürlich absolut keinen Schaden, er kann dich nicht toxinieren, muss hier wieder raus. Sieht wahrscheinlich die beste Chance, sein Latias wieder aufzuwecken und ja. Ja, hätte ich auch an deiner Stelle gemacht, auf jeden Fall. Er schläft jetzt schon, glaube ich, dritten Zug. Das ist ein bisschen unlucky für ihn, aber naja, mein Gott. Es hat ja auch erst gemisst, ne Leute. Ausgleichende Gerechtigkeit. Das hat wenig Schaden gemacht. Okay, ja, das ist natürlich ein sehr gutes Matchup für ihn, aber du hast halt einen super safe Switch in Stowbro. Er geht auch auf Sacred Fire, bleibt hier absolut safe. Kriegt nicht den Burn, das ist super, dann kann deine Beere noch ein bisschen weiter vegetieren und ja, eigentlich muss er rausgehen. Geht raus in Latias, geht wieder Tarnsteinschaden, du gehst raus in Chomp. Ja. Bis jetzt läuft sehr gut für dich. Muss man halt sagen, Latias ist ein ziemlicher Threat eigentlich, aber naja. Drainclaw, okay. Ja, das war der Middle Ground Play. Ich habe gar nicht darauf geachtet, du hast mir die Sets geschickt, ob du Outrage spielst. Tut er tatsächlich. Hätte ich an seiner Stelle vielleicht gedrückt, aber weiß ich nicht. Er hat halt Regirock und ja, Drainclaw war halt der Middle Ground Player. Rockside geht daneben. Oh, das ist auch sehr unlucky für Nachtara LP, aber wir haben ja gesehen, ich scroll mal eben hoch, das hat absolut keinen Schaden gemacht. Es waren 16%. Ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend sein wird, aber
Das sehen wir dann. Er geht auf Slashbomb. Wahrscheinlich hat Belly den Switch auf. Er geht auf Explosion und ja, damit kriegt Mega Bisafloor den Kill. Das kann ich mir schon mal mitschreiben. Da das gute Ding einen Kill gemacht hat. Und er geht wieder raus in Entei. Ich weiß gar nicht. Killt Sacred Fire ab dieser Range? Ich glaube ganz knapp nicht. Aber ich kenne auch deine Lieblingsbild jetzt nicht auswendig. Ich muss da nochmal nachschauen. Ja, wahrscheinlich hat Belly so ausgelegt, dass es erster Bro ist, ja natürlich wieder der Safe Switch. Er geht wieder auf Sacred Fire. Gibt jetzt den Burn, ist natürlich unlucky, aber 50-50, mein Gott. Das ist normal, würde ich schon sagen. Ja, Belly dominiert hier natürlich ganz klar. Er wird jetzt rausgehen in Zapdos, genau, das war klar. Ist aufs Gold gegangen, ja, Safe Star Play, kriegst den Burn, also Belly hier wirklich echt im Vorteil, also. Zapdos, ja. Was wird er jetzt tun? Also ich wüsste, was ich an deiner Stelle täte, aber das darf ich natürlich nicht sagen. Ich weiß hundertprozentig, was er jetzt macht. Hundertprozentig. Genau. Und bester Spitzname, Hallo Blaze, ne? Wenn du das siehst. Und ja, Zapdos ist jetzt eigentlich ziemlich entschärft. Er geht nochmal für den Power. Und ja, damit holt Relax auch einen Kill und damit steht 6-4, also läuft echt super gut für dich. Entei ist so gut wie down. Latias ist immer noch am Schlafen, wird jetzt höchstwahrscheinlich aufwachen, aber mein Gott. Du gehst wieder in den Safe Switch, da Blade, er hat wirklich Pech. Das war der vierte Sleep Turn, glaube ich. Shadow Sneak macht sehr guten Schaden, jetzt wacht er auf und er geht auf Defog. Okay. Er kriegt die Tarnscheine aber wahrscheinlich auch nicht mehr raus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er die auf Nidoking oder auf Aerodactyl spielt. Und ja, 6-3 für dich, also läuft. Aerodactyl, ja. Ich spiele ja sehr viel UU, deswegen weiß ich, was Aerodactyl diesen Double 8 antun kann, aber so viel ist es eigentlich nicht. Du hast halt den selben Switch-Out, selbst wenn er auf Pursuit geht, was er hier nicht tut. Crunch ist auch kein Tool-KO, also. Ja, und die restlichen drei Pokémon von dem guten Tim werden von Slowbro sehr effektiv getroffen. Mit dem Scald, du gehst ja auch auf den Scald, kriegst wieder den Burn, also Belly hat wirklich alles Glück der Welt gepachtet, also das sieht so gut aus, dass ich mich schon festlege, dass Belly das hier im Sack hat, weil das kann der gute Tim nicht mehr gewinnen. Nein, das kann er einfach nicht mehr gewinnen. Ist natürlich sehr unlucky, wenn du das siehst, Tim, aber naja. Genau, kann safe auf Shadow Sneak gehen. Wieso sollte er auch rauswechseln? Macht einfach keinen Sinn. Der wird jetzt wahrscheinlich in seinen Nidoking gehen, genau. Wird höchstwahrscheinlich Earth Power drücken. Geht auch wieder auf Hidden Power. Welche Hidden Power könnte das sein? Weißt du es? Beziehungsweise hast du eine Vermutung? Earthquake macht sehr guten Schaden. Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht, was es sein könnte. Nee, ich wüsste jetzt nichts in deinem Team, wo er eine Hidden Power braucht mit Nidoking. Weil Nidoking hat halt. Aber er hat Ice Beam eigentlich, deswegen macht es keinen Sinn. Ja, deswegen. Hidden Power Fire macht auch keinen Sinn. Flamethrower, ne? Das Spiel kann man halt endlos weiterspielen. Also ich bin echt gespannt auf das Video von Tim. Geht nochmal auf den Focus Blast, nimmt das Fat Kid raus. Aber das ist absolut safe gespielt und genau. Und ja, Leute, das ist natürlich das Zoroake, denn das echte Garchomp ist natürlich toxinisiert. Und ja, ich würde mal sagen GG, ne? Zora wird jetzt auch das Entei killen und Belly gewinnt 5-0. Absolut verdient, auch wenn paar Burns da waren, aber mein Gott, das ist Pokémon und ja, kann man nichts ändern. So, ja, auch ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Tut mir leid, dass ich heute nicht kommentieren konnte, aber das hat Barry, glaube ich, ganz gut gemacht, auch wenn er nicht allzu viel interpretieren durfte, wegen dem Hosting. Ja, das ist halt das Problem. Aber ich hätte wahrscheinlich eh nicht gespielt wie du. Ich wäre auf gar keinen Fall in das Chomp gegangen gegen das Zapdos, auf gar keinen Fall, weil du hattest halt Relaxo und das habe ich auch Blaze gesagt und Blaze wird das Video sehen, deswegen kann ich das jetzt auch sagen. Blaze wollte ein Zapdos mit Sky Attack, Element Nature gegen dich spielen, mit Energiekraut. Um Zapdos, also mit Zapdos ein besseres Matchup gegen das Bisafloor zu haben, wollte es aber dennoch nicht sofort zünden. Also ein bisschen strange, aber naja, auf jeden Fall GG. Gut, dann ist damit vorbei. GG an Nachtada LP. Ich versuch mal an einem anderen Tag ein Video dazu zu machen, was er besser hätte machen können, meiner Meinung nach, wie ich es immer mache. Und ja,
Wir sehen uns dann bei der nächsten Spielwoche von der IDPL. Bis dahin. Tschüss.